Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Kopfhörer-Review hier bei Nerdytech. Ich bin's wieder, euer Jens, und wir beschäftigen uns heute mit einem Neuankömmling von einer mir persönlich zumindest noch völlig unbekannten Firma. Und zwar geht es um den Tonair, behaupte ich jetzt mal, Jet oder GET 830 von der Firma JFI. Die tragen das Fi für Fidelity schon im Namen und bewerben diesen Kopfhörer hier zumindest auch mit Hi-Fi Tone. Also das ist ja mal ein ganz schwieriges Wort bei mir. Ne? Ihr wisst, dass ich da ein bisschen verwöhnt bin. Was mich daran so stutzig gemacht hat, werdet ihr gleich erfahren, wenn ich euch den Preis sage. Erst einmal, was haben wir auf der Box, außer dass wir sehen, wie sie aussehen, aber das zeige ich euch gleich sowieso. Eine 9,9 mm Dynamic Unit. Das soll also der Driver sein, der den Kopfhörer ehrlich gesagt auch etwas groß macht. Eine Cochlea oder Cochlea Structure, also damit ist die Position im Innenohr gemeint, das ist glaube ich der Fachbegriff dafür. Damit, wie man hier auf dem Bild auch schon erkennen kann, sehen Sie meinen Shure SE535 relativ ähnlich oder generell der Shure SE-Serie. JFI Guarantee ist klar und Memory Earplug ist auch dabei. Zum Lieferumfang komme ich gleich. Package ist relativ unspektakulär, ich habe die Dinger schon längst ausgepackt und für euch natürlich mal reingehört. Kompatibel sind sie ziemlich mit allem, was einen Kopfhöreranschluss hat. Also auch mit meinem iPhone 7 Plus unter der kleinen Voraussetzung, dass ihr diesen kleinen netten Adapter hier benutzt. Nehmen wir jetzt aber weg, der ist ja immerhin nicht in dieser Verpackung, sondern beim iPhone 7 Plus mitgeliefert. Und jetzt schauen wir uns die Kopfhörer einfach mal an. Preis für dieses gute Stück liegt bei gerade einmal 20 Euro. Und deswegen habe ich gesagt, naja, ich war da schon etwas sehr stutzig. Und dementsprechend kurz und knapp will ich auch das Review halten. Ihr bekommt ein ziemlich langes Kabel mit, ähnlich wie bei meinen Schuhen, dieser Kabelverstärkung hier oben. Das sieht alles soweit ganz gut aus. Verarbeitung ist okay. Kabel ist nicht abnehmbar. Wer das jetzt erwartet hat, bei 20 Euro, sorry. Hier seht ihr auch direkt die Memory Foam Eartips, die ich mal oben drauf gemacht habe. Und außerdem im Lieferumfang sind einfach drei unterschiedliche Größen, wie man sie so kennt, von diesen Soft-Tips-Dingern. Ne? SML, ich mag sie persönlich nicht so wirklich, deswegen habe ich sie sofort abgemacht. M war drauf und hier sogar separat weggepackt in diesem kleinen Kästchen waren dann die Memory Foam Earplugs. Kann man nur begrüßen und für 20 Euro sicherlich durchaus erwähnenswert. Achso, und einen kleinen Kabelclip bekommt ihr auch noch. Was kann ich zu den Kopfhörern sonst noch sagen? Ihr seht hier ein kleines Mic, ja, ein Mikrofon, leider nur mit Play-Pause bzw. mit Anruf annehmen und abweisen Knopf. Keine Lautstärke-Funktion, also Volume Up and Down. Mic steht sogar hinten drauf, ist klar. Kabel ist ziemlich lang, führt hier unten zusammen. Was mir auf den ersten Blick sofort gefehlt hat, ist leider Gottes, ich hole sie jetzt einfach mal raus, wie ihr das von meinen Schuhen kennt, dieser Straps, der das Ganze, da die ja übers Ohr gehen, hinterm Kopf dann quasi zusammenführt. Das macht das Tragen so ein bisschen, ne, also dieses kleine Ding hier. Das hätte ich mir irgendwie noch gewünscht, kann jetzt auch nicht die Welt kosten. Direkt mal einmal zum Größenvergleich, damit man so ein bisschen einschätzen kann, wie diese Cochlea-Struktur hier ausgefallen ist. Also sie tragen sich sehr bequem. Ne, ihr seht, die Größe ist an sich fast identisch. Allerdings, wenn wir die mal so nebeneinander halten, merkt ihr schon, meine, dafür, dass hier eine dynamische Treiber-Unit drin ist und hier ganze drei, fällt etwas dick aus. Ne, dann hat man hier noch diesen Pömpel mit dem JFI-Logo. Sie stehen jetzt nicht besonders weit raus, aber ich glaube, bequem damit irgendwie so auf der Seite einschlafen kann ich nicht. Der Stecker ist vergoldet, hat drei Kontakte, logisch, das deutet also auf Stereo und natürlich das integrierte Mikrofon hin. Und zum Sound kann ich kurz und knapp eigentlich nur sagen, er ist wesentlich besser, als ich erwartet hätte. Also erstmal finde ich den Gesamteindruck, die Verarbeitung sehr ordentlich. Der Sound ist alles andere als natürlich. Der ist deutlich wärmer, als man das so von meinen Referenzkopfhörern gewohnt ist. Die haben also einen ordentlichen Bass, würde ich schon behaupten. Hier und da wirkt er so ein bisschen dumpf, aber er ist auf jeden Fall ein Basshead-Kopfhörer. Also wer es ordentlich mit Wumms mag, der ist hier auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Und was man natürlich auch mögen muss, aber was ich persönlich halt sehr bevorzugt habe,
ist dieses Over-Ear-Design. Ne? Dieses Stückchen hier geht dann so über euer Ohr, beziehungsweise hinter eurem Ohr. Und dann fummelt man die Kabel sich so ein bisschen zurecht und hat einen top sicheren Halt. Und mit diesem Memory Foam Earplugs hier zumindest auch eine super Schallabdichtung nach außen. Also von Außengeräuschen ist man sehr gut abgeschirmt. Das alles für, noch einmal, gerade mal 20 Euro, da sollte man jetzt nicht die Welt erwarten. Trotz allem haben sie meine Erwartungen zumindest übertroffen. Für Hi-Fi würde ich sofort behaupten, sind sie mir ehrlich gesagt nicht neutral genug. Also da muss dann schon ein bisschen was anderes kommen. Aber wie gesagt, für 20 Euro und ich würde auch so weit gehen, sogar zu sagen unter 50 Euro. Werdet ihr so schnell nichts Besseres finden, wenn ihr euch mit diesem Tragedesign abfinden könnt. Und ja, wie gesagt, der Komfort anhand hier dieses Stückes hier, das dann bei euch direkt in der Ohrmuschel sitzt. Wenn es bei euch passt, wenn eure Ohren dafür nicht zu klein sind, auch das habe ich bei meinen Schultern mal schon gesagt, kann man erstmal nicht ausschließen. Aber dann schickt ihr sie halt zurück. Ne? Ich habe sie jetzt auch von Amazon und für 20 Euro kann man da definitiv nichts verkehrt machen. Das soll es aber deswegen auch schon wieder gewesen sein. Eine Kaufempfehlung auf jeden Fall für Leute, die nicht zu anspruchsvoll sind mit ihrer Musik und die einfach Kopfhörer fürs kleine Geld suchen, für den kleinen Geldbeutel. Deswegen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, solltet ihr es nicht getan haben. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Mal bei einem neuen Unboxing und Kopfhörer-Review oder ähnliches hier wieder bei Nerdytech. Euer Jens von Nerdytalk.